Ah, da. Geschafft. Ausweichprobe. Du kannst erkennen, wie sich neben der Bühne ein, zwei, drei schwere Sandsäcke lösen, die an Seilen gebunden sind und dann in deine Richtung schwingen. Goldmundquarzen löst sich auf. Hallo, Sarah. Au! Was Und wird du wehtun? wirst volle Kanne von eins, zwei, der dritte Sandsack schwer in deine Bauchregionen. Sind drei wie sechs. Verdammt, gar nicht einen Schicksalspunkt ausgeben? Nee, du hast keine. Ich glaube, die Sandsäcke haben einen. Ich glaube auch. Fünf, du kriegst fünf Trefferpunkte. Sagen wir einfach SP, weil die Rüstung da nicht schützt. Oh, krieg ich Ja. die so? Richtig Ich hasse dich, Frosty. Bam, richtig in die Magenkuhle. Du wirst ein bisschen aus dem Gewicht gebracht. Da trifft dir der nächste. Bam. Und ja, du liegst ja verschnaufend auf der Bühne. Kannst auf einen leeren Theatersaal blicken, den wohl 400 Menschen fassen. Und ja, bist gerade zum vor einem nicht vorhandenen Publikum auf die auf die Bühne zusammengebrochen. Duell verloren. Ragnar würde, während er sich da duelliert, beziehungsweise bevor er da anfängt, sich zu duellieren, schon diese Alan Fanagranten-Kleidung anziehen. Er fühlt sich an, komplett umziehen. Ich gehe zu Yalan hin, recke ihm meine Hand entgegen. Herr Yalan, gegen eine solche Falle kann ich euch leider auch nicht helfen. Oh, danke auch. Ich hatte gehofft, er würde sich auf, auf einen Kampfmann gegen Mann einlassen. Ihr wisst ja, wenn man herausgefordert wird, muss man auch annehmen. Nun, es war eine Illusion. Das weiß ich jetzt auch. Ihr könnt davon ausgehen, dass hier alles Illusionen sind. Na gut, aber jetzt wird hier drin nicht und niemand mehr ernst genommen. Ich rappel mich dann wieder auf, richte meine Kleidung nochmal. Dann mal weiter. Und dann geht's mal weiter. Damit Ragnar sich unterwegs anziehen kann, assistiert über ihm so ein bisschen mit so ein paar Sachen, die er sozusagen in den Enden trägt. Das heißt, dass Ragnar sozusagen, wenn er die Unterbuchsen anzieht, er sozusagen den Rest des Laufens anziehen kann. Reicht ihm immer sozusagen so die Sachen rüber. Als Ragnar und Ömer die Bühne betreten, könnt ihr erkennen, dass dass der Fuchsbau komplett gefüllt ist. 400 Leute sitzen auf den Bänken und applaudieren, als ihr gerade reinkommt. Ja, man verneigt sich einmal so Ja, ich finde eigentlich auch dreimal, viermal. Ja, es wird lauter und lauter, anschwellender Applaus. In Und anderen dann will verneint man man mich sozusagen. Chiaras Carinor. Alanfana Grande, Spezialist in der Degenfechtkunst und im Frauenbetören. Möchte mich vielleicht eine Frau hier oben assistieren? Ich möchte einen Zaubertrick zeigen. Du merkst, wie aus der Umkleide, die eben noch leer war, eine Frau halbnackt herauskommt und auf die Bühne kommt. Okay, das habe ich nicht erwartet. Überzieht ein Dolch, wir werden sie jetzt zersägen! Mein Assistent bringt nun den Wagen hinein. Ja, ein kleiner Gräum kommt herbei und schiebt einen viel zu großen Karren herbei oder eine Tischplatte, ein bisschen dicker und ja, rollt dann so ein Karren rein auf die Bühne. Ja, Ragnar würde dann die Frau hineinbitten. Sie steigt ein. Und dann würde ich zusammen mit Ömer diese Doppelhandsäge nehmen und jeder eine Seite nehmen und dann die Frau in der Mitte zersägen. Tobender Applaus. Großringe. Tada, die zersägte Frau! Was tut ihr dort? Sehen wir anderen das Publikum auch? Ja, Oh ja. es ist die ganze Zeit da gewesen, plötzlich. Als ob es das Natürlichste der Welt wäre. Wenn die Herrschaften. Wir müssen weiter. Ja, dann verneigt man sich noch vor dem Publikum. Vielen Dank, vielen Dank! Wir Wichtige sind Geschäfte rufen mich. wir Ich sind muss jeden zurück nach Preiostag, Helmenport. wir sind jeden Preiostag, jeden ersten Preiostag in der Stadt. Besucht uns! Genau. Wenn Sie hier bitte Ihre Spenden reinwerfen wollen, ich zücke meinen Hut. Und jetzt ziehen die alle ihre Wurfwaffen und werfen. Gut, Gut, keine dann, Spenden. dann voran weiter durch den Saal. Ja, Ich nehme mal, auf der anderen Seite geht's weiter. könnt ihr auf der anderen Seite einmal ein paar, ja, was ist das? Das sind so Requisitenräume auch zum Teil. Also alles, was man da irgendwie braucht. Ein paar Statuen, die hier herumstehen, Götterstatuen oder sowas. Requisiten und dann trefft ihr da auch auf eine, ja, auf mehrere Stockwerke, die dann über ganz normale Treppen nach oben quietschend, knarrend hochsteigen können. Hey,
Glaubt ihr, es könnte ein Magier schaffen, um zu sagen, dass hier alles Illusion ist oder dass hier sozusagen nichts Illusion ist? Wie zum Beispiel jetzt hier dieses Publikum oder die Kleidungsstücke, die da hingen oder die Masken? Ach, das kann bestimmt kein Magier ermitteln. Einfach weiter. Sicher, der gute Magister kann das. Ach, das kann man ermitteln? Ich meine, das könnt ihr nicht, wa? Nun, wozu ermitteln, was offensichtlich ist? Nun, für mich schien der Typ sehr, sehr real zu sein. Okay, was ist denn so offensichtlich? Teilt uns doch eure Erkenntnisse mit, hoher Magier. Nun, in einem geschlossenen Theater wird kein Publikum sein, oder? Okay, das Publikum ist eine Illusion. Was ist mit dieser Maske, die ich auf meinem Gesicht habe? Wir sind in einem Theater. Ja, und eure logische Schlussfolgerung? Hier gibt es Masken. Also ist das keine Illusion? Offensichtlich nicht. Offensichtlich, okay. So offensichtlich, wie eure Offensichtlichkeit offensichtlich ist, war ich auch schon. Danke, ich bin also genauso gut wie ein Magier. Einfach weitergehen. Ja, verschiedene Schlafräume, die hier untergebracht sind, von verschiedenster Qualität, wo dann wohl die Theaterschauspieler, die Darsteller normalerweise wirken könnten. Also hier wird dann auch gewohnt, zumindest im Normalfall, jetzt allerdings alles verlassen. Leicht zugestaubt könnt ihr dann euch nach und nach das Turmgeschoss weiter nach oben arbeiten. Jolas, müssen wir unter das Dach oder wo war das? Habt ihr das Ding gesehen? Nun, wo genau es ist, habe ich nicht gesehen. Ich konnte nicht hineinsehen. Doch, es ist nahe der Spitze. Gut, dann weiter hoch. Ja, genau da verschwunden, in dem Stein, wo das nicht mehr weiß war, sondern schwarz. Schwarzes Metall oder schwarzer Stein. Das hattet ihr ja, wie gesagt, nicht gewusst. Und dann könnt ihr erkennen, nachdem ihr dann kurz vor dem sechsten Geschoss seid, bevor ihr die schwere Luke geöffnet habt und dann durch die Treppe nach oben geklettert seid, könnt ihr hier wohl erkennen, wie einige Pflanzen auf der Unterseite, also da in der Luke, wachsen. Ein bisschen durch den Holzboden durchwuchern. Was ist das denn? Ach, einfach nur eine Illusion. Weitergehen. Sicher? Nein. Magister überprüft das. Ich dachte, das ist offensichtlich. Hört auf zu spotten. Hört auf zu spotten und lasst den Mann seine Arbeit machen. Oh, entschuldigt. Seid ihr fertig? Nein, ich wollte eigentlich noch ein bisschen weitermachen, aber ich muss. Der hohe Herr hat gesagt, ich soll nicht. Ja, die grünen Blätter mit mit roten Fäden durchzogen, als ob da Blut hindurchpuppt. Pflanzen. Das sieht allerdings ein wenig beunruhigend aus. Erinnert mich das an eine gewisse Dämonenarche? Pflanzenkunde. Und wenn hier Fäden durchlaufen, als würde da Blut durchlaufen? Einfach eine normale Pflanzenkunde? Erinnert dich dran. Ah, ein Punkt. Sonst keine? Ja, komm. Ist doch wohl eine normale Pflanze, wie man sieht. Ganz offensichtlich. Kann's nicht. Oh, es kann schaden. Doch, es kann schaden. Minus 19. Fake News. Hochgiftig, wenn du das berührst, dann wirst du es wahrscheinlich sterben. Kann sein, dass sie hier eine neue Dämonenarche oben im Turm züchten. Das wäre doch sehr hanebüchen. Jolas, sag mir schon, dass das eine Illusion ist, bitte. Ich werde das untersuchen. Was weiß ich mit meiner Pflanzenkunde 1? Nichts. Nein. Ansonsten könnten wir ein Problem haben. Und erneut mache ich ein Odem Arcanum Senserei, weht hier ein Hauch von Zauberei. Irgendwann will dann in der Zeit, währenddessen der Magier da seinen Unsinn macht, schnell ein, zwei Kostüme holen und mit denen wieder zurückkommen. Wenn ihn dann vielleicht die anderen fragen, anschauen, was er mit den Armen voll Kostümen sagt, sagt er, falls wir das Ding abbrennen müssen. Gut mitgedacht. Und schmeißt die Kostüme erstmal auf den Boden in die Ecke. Nicht direkt über die Pflanze, sondern ja. Ja, ich gebe dir Informationen zu dem Odem, aber ohne Pflanzenkundeprobe werde ich dir trotzdem nicht weiterhelfen. Ja, kein Problem. Diese Pflanze ist definitiv magisch, doch ob sie eine Illusion ist, weiß ich nicht. Finden wir es heraus. Dann machen wir es so wie mit allen Illusionen und ich piekse da mal mit meinem Speer rein. Ja, Zwerge sind giftresistent. Zwerge sind ja angeblich resistent gegen Gifte. Ich werde das ihn mal machen lassen. Lass sie die essen. Ich piekse jetzt einfach mal mit meinem Speer rein, was passiert?
nichts passiert. Die Pflanze wird beschädigt und die rote Flüssigkeit läuft so ein bisschen klebrig an deinem Speer entlang. Ja, ich zerhacke die Pflanze. Kommen wir theoretisch durch diesen Raum durch, ohne dass wir dann diesen Pflanzen mit berührt werden? Nee, also ihr seid, wie gesagt, da so leicht auf einer Treppe stehend, müsstet da dann die Stiege hochklettern und die schwere Luke aufstoßen. Und Torgosch, würfel mir mal eine Fingerfertigkeitsprobe, sonst wirst du mit dem roten Zeug dann eingesaut, was dann darunter fließt. Kannst das allerdings verhindern, sehr gut. Ja, dann nehme ich mir eins von den Kostümen, die Ömer geholt hat, und mache damit meinen Speer sauber, nachdem ich fertig bin. Danach kann das Kostüm über die Ecke getreten werden. Ich dachte, du wolltest die eh verbrennen. Am besten kannst du die Kostüme noch über die Pflanzen legen, damit wir sie nicht berühren müssen. Gute Idee. Und Ömer wirft die Kostüme dann mal so aus, damit die sozusagen sanft über dem Klipper landen. So, lass uns weitergehen. Ich will nicht. Gut. Durch. Dann jeder bitte eine Fingerfertigkeitsprobe, um an der Stiege vorbeizukommen, ohne sich mit dem roten Zeug anzusatteln. Ah! Jo. Ja, ganz easy. Ragnar, was? Nein. Fingerfertigkeit 12. Gibt's einen Bonus, weil wir da die Dinger drüber gelegt haben? Fingerfertigkeit bitte, keine Gewandheit. Laus, du bist gemeint, Fingerfertigkeit. Oh, ups. Dein Glück. Dann schmiert sich Ragnar mit dem Zeug ein, hat da so ein bisschen rote Farbe, Pflanzensaft, der an seiner Kleidung klebt, zumindest als Grandenklamotten. Nein, eingesaut. Und ihr steht in dem 5. Stockwerk. Das leicht leuchtet und glimmt. Hier gibt es ein paar pulsierende Metallspiralen, dessen Sinn und Zweck sich euch entzieht, aus einem glänzenden Metall. Über und über weiteres rotes Pflanzenzeug, wohl die gleiche Pflanze, die hier auch wuchert, um diese Metallspiralen herum, und das Ganze in ein merkwürdig silbrig-rotes Licht scheint, wirft. Seht ihr das? Auf der anderen Raumseite würde es eine weitere Treppe in den nächsten Stock geben. Erkennt einer von euch? Meister Zwerg, ihr kennt euch doch mit Metallen aus. Wisst ihr, was diese Spiralen sollen? Hab ich auch noch nie gesehen. Sieht komisch aus. Bestimmt irgendwas Magisches. Drachenmagie. Kann ich auf Magiekunde würfeln? Wenn du möchtest, kannst du auch auf Magiekunde würfeln. Gilt meine Spezialisierung Drachenmagie? Nein, das ist keine Drachenmagie. Auch wenn für dich alles Drachenmagie ist, aber ich lasse hier nicht gelten. Nein, du hast keine Ahnung, was das ist. Ich kann auch Magiekunde machen. Könnt ihr machen. Ich will aber vor allem erstmal eine Metallkunde oder Grobschmied wieder. Na, Grobschmied, da bin ich gefragt. Und Grobschmied. Also können ist zu viel des Guten, aber... Ja. Es gibt noch ein paar leuchtende Kristalle, die auch sehr wertvoll aussehen. Hat jemand von euch Goldgier? Klar, wir haben mal Goldgier. Klar, habe ich Goldgier. Könnt auch gerne Neugier mit dazu. Nee. Ach komm, über das sind wir schon lange hinaus. Wir würfeln Selbstbeherrschung erschwert um Goldgier. Das machen wir doch schon lange nicht mehr. Hä? Was? Okay, dann Selbstbeherrschung Goldgier. Selbstbeherrschung erschwert um Goldgier. Sollt ihr dann auch mal machen? Ja, alle. Also hier einen einfachen W20, da sind wir schon lange drüber weg. Demo. So, Torgosch, wie hoch ist deine? Plus 6. Gelungen. Ja, die Kristalle ich schwimme gerade im Metall. Pulsieren so ein bisschen. Ja, trotzdem nicht geschafft. So, und Grobschmied. War da gelungen, misslungen? Hatte irgendjemand die Grobschmiedprobe geschafft? Zwerg hat die mit 6 Punkten geschafft. Okay. Max, erschweren ist 12, falls das irgendwas bringt. Mondsilber. Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und Ragnar bricht sich da gerade so einen schönen Kristall ab, der rot leuchtet. Ja, ist sicherlich mehrere Dukaten wert.
Steckt sie erstmal in die Tasche. Klar, seht ihr das. Versuche es gerne über Taschendiebstahl unsichtbar zu machen. Wenn das möglich ist. Also erschwert um 10. Wen? Ja, klar, die Leute achten jetzt auf dich. Warum? Weil du in dem Raum rumgehst, während alle anderen nur noch stehen und. Keine Ahnung, was das. Hast du geschafft? Mit einem Punkt. Ja, er schafft das sogar. Dreht sich so ein bisschen um, drehst dich um und stehst in einem offenen Raum, die Hände hinten verschränkt und nö. Ja, wenn er weggeht, da war auch kein Kristall. Müsst ihr euch wohl getäuscht haben. Da können wir eine Sinnschärfeprobe erschwert um 4 machen. Das ist ja, ich kriege die 10er erschweren und ich kriege die 4er erschweren. Ja, die achten auf dich. Asozial. Auf Sehen nehme ich an. Gerade so geschafft. Kriege ich eine Erschwernis, weil ich einäugig bin? Klar. Was heißt klar? Klar ist das nicht. Das ist gut, dann habe ich es nicht geschafft. Ziemlich nah dran. Ach, na, du musst vorsichtig sein, das sind Kraftspeicher für Drachenmagie. Ist gar nicht gut. Dann ist doch gut, wenn ich die vernichte, oder? An sich? Ja, bestimmt. Kannst du die denn kaputt machen? Am besten zerschlägst du sie dann aber und steckst sie dir nicht in die Tasche. Hast du mir nicht in die Tasche gesteckt? Ich hab sie gerade vernichtet. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Was habe ich gesagt? Die Urne ist unser allererstes Ziel. Und das ganze Zeug könnt ihr hinterher kümmern. Also, lass das liegen, weiter geht's. Ja, also ich habe das in meine Tasche gesteckt und behaupte, ich habe es vernichtet. Wie denn? Ja, ich habe das in meine Tasche gesteckt in einem von meinen 23.000. Wie du es vernichtet hast, frage ich dich. Das war die. Ach so, ja, mit meinen Fäusten. Um einfach zu drücken. Dann nehme ich das nächste und versuche halt das als Beispiel vorzunehmen und zu gucken, ob ich das mit der Hand zerdrücken kann. Wenn es nicht klappt, ist das natürlich peinlich. Und während gerade ihr etwas lautstärker schreitet, könnt ihr erkennen, wie wohl auf der anderen Seite des Raumes von dem Stockwerk darüber liegend die letzte Tür geöffnet wird und etwas Licht nach unten fällt, die Leiter nach unten und jemand nach unten steigt. Damit beende ich die Runde.